YouTube-Tipps und Livestreaming-Technik, so heißt unser Kanal und dazu gibt es jeden Dienstag um 10 Uhr hier ein Video bei uns. Und heute geht es um das Thema Infokarten. Infokarten sind wichtig, nicht ganz so wichtig wie Abspannelemente, die wir schon mal behandelt haben in einem anderen Video. Bei Infokarten geht es darum, um dieses kleine i, was oben eingeblendet wird am Bildschirm und wo man auf andere Videos verweisen kann. Ich möchte euch erstmal ganz kurz zeigen, was ihr machen könnt, um eine Infokarte hochzuladen, um eine Infokarte in das Video zu verknüpfen und das Ganze gucken wir uns jetzt mal an. Ich habe mal unser letztes Video einfach genommen und zwar ist das Video Probleme mit den ATEM Mini ISO. Inzwischen sind mir sogar schon noch andere Probleme passiert, aber dazu gibt es vielleicht demnächst nochmal ein Video. Jetzt geht es erstmal zum Thema Infokarten. So, jetzt seht ihr unseren YouTube-Kanal und das Video und ich mache mich mal ganz klein oben in die Ecke, das passt auch. Und wenn ihr jetzt hier beim Upload seid und ihr das alles so schön alles schon ausgeführt habt, also der Titel, dann die Videobeschreibung, dann gibt es hier das Thema Untertitel, Abspann und Infokarte. Das gibt es hier. Und die Infokartenbox sieht so aus, das seht ihr mich schon wieder hier, aber hier ist noch keine Infokarte hinterlegt, weil wenn, da würde jetzt hier was stehen. Und ich zeige euch mal, was man alles machen könnte. Man könnte ein Video hinterlegen, man kann eine Playlist hinterlegen, man kann einen Kanal hinterlegen. Also das heißt, ihr könnt auch auf einen anderen Kanal verweisen, wo ihr halt gerade befreundet seid, wo ihr jemanden supporten wollt, dann könnt ihr auch mal sagen, geht dorthin. Und man kann noch Links machen, dazu müsste man im YouTube-Partnerprogramm sein. Und mit den anderen Kanälen können wir das machen, hier bei diesem Kanal können wir es nicht machen. Aber ich möchte gerne bei diesem Kanal bleiben. Also haben wir jetzt hier die Auswahl Video, Playlist und Kanal. Wann platziere ich denn eine Infokarte? Und da würde ich raten, natürlich, wenn ihr über ein bestimmtes Thema redet, dann kann man sagen, okay, jetzt platziere ich eine Infokarte. Eine andere Geschichte ist, wenn ihr zum Beispiel merkt in den Videostatistiken, dass an einer bestimmten Stelle ein Abbruch ist im Video, wo zum Beispiel die richtig abgeschaltet wird und so, wo es so nach unten geht, dann könnte es Sinn machen, dort eine Infokarte hin zu installieren. Und wir machen das jetzt erstmal so ganz normal und ich zeige euch noch die Möglichkeiten, die ihr habt. Zum einen Videos. So, ihr könnt erstmal eure Videos nehmen. Ihr seht, hier sind übrigens auch einige Sachen drauf, die gar nicht so öffentlich sind. Und man kann aber auch völlig fremde Videos nehmen, die man so hat. Und wir können zum Beispiel einmal sagen, wir verweisen, weil das ja um den ATEM Mini Extrem ISO geht, wir gucken mal, was es da für Videos gibt und wir verweisen mal auf jemand anderen. Macht nicht in allen Fällen Sinn, aber guck mal, das hier, den Kollegen, den haben wir auch schon mal rezensiert, den könnten wir nehmen. Das heißt, hier haben wir einen Link und dann kann man hier auch noch einen Text schreiben und einen Teaser-Text schreiben. Nur mal ganz kurz vielleicht so zum Beispiel, das heißt, wir können jetzt hier schreiben, optional, das müssen wir nicht machen, Vorstellung, ATEM Mini Extreme. So, ihr seht, das ist nicht ewig Platz. Ihr könnt hier sehen, 28 von 30 Zeichen habe ich verwendet, aber das wird nicht hier stehen. Aber man könnte auch mal was experimentieren und sagt man, indem man eben schreibt, einfach nicht hier nicht klicken. Oder irgendetwas anderes, was man machen kann, was man mal sagen kann. Und wo man kann sagen, mehr Fehler beim Mischer. Das passt sogar hin. So, das kann man alles machen. Dann hätte man noch die benutzerdefinierte Nachricht. Schaut mal beim Video des Kollegen vorbei. Aber hier seht ihr schon, ist zu lang. Video, schaut mal. Macht mal, schaut mal. Also da kann man noch mal kreativ sein. So, und jetzt gucken wir mal drauf, was passiert, wenn wir das jetzt als Vorschau einfach mal hinlegen und wir klicken hier drauf, dann kann man hier, es ist das dieser kleine Text, schaut mal, den man da noch mit hat, wenn derjenige schon auf den Teaser oben geklickt hat. So einfach funktioniert es. So, geht es jetzt mal zum Thema Platzierung. Also ich habe gesagt, ich würde es nicht am Anfang machen. Ich würde es tendenziell am Ende des Videos machen, wenn man weiß, okay, die Leute sind schon vielleicht schon ein Teil weg und ein Teil hat dann Interesse, schon was anderes zu machen. Ich würde es kurz vor den Endcards, würde ich die platzieren. Man darf bis zu, ich muss jetzt selber nachgucken, ich glaube bis zu fünf Elemente reinmachen, aber wir können es mal einfach mal testen, wie viele Videos wir reintun können. Aber ich glaube, wir können 5 reinmachen. Dann sagt er hier, das gefällt Ihnen aus irgendwelchen Gründen nicht. Wir machen nochmal eins rein. Da sagt er auch, das gefällt uns nicht. Und jetzt können wir noch eins reinmachen. Und jetzt sagt er danach, glaube ich, jetzt aber Schluss. Und bei der nächsten wird es nicht gehen. 5, genau, 5 Infokarten. Seht ihr, ich hätte mir das vorher vorbereiten können. Wir löschen die jetzt mal alle raus. Aber ihr seht, was man tun kann.
Und das heißt, zum einen könnt ihr die Videos machen. Playlists, wenn ihr eine Playlist habt zum Thema, ich weiß gar nicht, ob wir haben eine Playlist zum Thema Atem-Serie, dann macht das natürlich Sinn, die hinzulegen. Und die kann man dann hier hinten hin platzieren, dann hat man das schon weg. So, und dann kann man noch einzelne Videos machen. Da kann man hier mal das Video machen im Handy als HDMI-Monitor. Das ist ein schönes Thema, weil das ist wirklich eine super gute Idee von Mike, von unserem Mitarbeiter. Ja, dieses Video möchte ich euch empfehlen, Handy als HDMI-Monitor, weil ich ja mit den Atem Mini hier streame und ich will es euch mal ganz kurz zeigen bzw. aufzeichnen. So sieht das Ganze aus. Das ist jetzt gerade live hochgehoben. Ich habe jetzt hier gerade heute am Karfreitag keine zweite Kamera installiert. Und das Schöne ist mit diesen Atem Mini, da brauche ich ja mal einen Monitor, den habe ich hier stehen. Und das Unpraktische ist aber, das ist manchmal viel Gewicht und manchmal will man natürlich, wir haben große, kleine Monitore und manchmal reicht vielleicht auch ein Handy aus. Das wird nicht immer das perfekte Bild geben, aber beim Atem Mini Pro kann man ja auch mal schnell das ganze Handy als Vorschaubild einschalten. Deshalb schaut euch das Ganze mal an, das ist sehr praktisch und das gibt es dann da oben als Infokarte. Und ihr könnt da also auch die Texte machen, so jetzt mache ich mich wieder rein. Und so geht's aus. Das heißt also, und wir können natürlich, was ich vorhin schon gesagt habe, auf andere Kanäle verweisen. Wir können jetzt einfach mal suchen nach So geht YouTube, ein wirklich empfehlenswerter Kanal. Und das ist das hier, So geht YouTube. Und den können wir hier machen. Da müssen wir allerdings einen Teaser-Text machen. Dann können wir hier schreiben, schaut mal bei So geht YouTube rein. So, das haben wir hier gemacht und jetzt müssen wir aber auch hier noch nichts machen. Praktische Tipps und mehr. Aber hier unten meckert er. Warum meckert er jetzt hier unten? Weil wir zu lang sind. Schaut mal bei So geht YouTube rein. Haben wir noch nicht mal im Mai gemacht. Da müssen wir es anders machen. So geht YouTube. Kanaltipp vielleicht, Bindestrich Kanaltipp, das passt. So, und schon haben wir die Infokarten hingemacht. Jetzt kann man überlegen, wann man sie platziert. Ich würde sie tendenziell eher in den letzten Bereich platzieren, aber das könnt ihr alles selber sehen. So, das Ganze speichern und schon sind die Infokarten drin. Ach ja, man kann sie übrigens noch die Vorschau sich angucken. Wir gehen mal hier hin und dann seht ihr, wie das Ganze wirkt. Blablabla, was erzählt der Kerl da wieder? Zack, und jetzt kommt das Ganze gleich, dass da die Infokarte kommt. Das seht ihr hier oben. Zack, schon ist sie da. Und ihr seht, die verschwindet dann nach 5 Sekunden wieder und dann taucht hier die nächste gleich wieder auf. Da kann man dann in die Richtung gehen. Man kann das auch weiter kontrollieren. Und so sieht das Ganze aus. Zack, wieder die nächste Infokarte da. Und praktisch ist die ganze Geschichte. Infokarten haben aus meiner Sicht nicht die gleiche Reichweite wie ein Abspannelement. Es bringt nicht so viele Klicks. Und man muss ein bisschen überlegen, dass man da auch ein bisschen sorgfältig mit umgeht und dass man soll es auch nicht übertreiben. Aber ich würde trotzdem kein Video ohne Infokarte eigentlich rausstellen oder hochladen. Also eine Infokarte geht immer. Und das Schöne ist auch, sie gehen auch bei YouTube Shorts. Wenn ihr ganz kurze Elemente habt, dann gehen auch die Infokarten bei YouTube Shorts. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Wenn ihr noch andere Ideen habt und Fragen habt, dann schreibt es einfach ganz kurz in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Osterfest.